Im Internet liest man regelmäßig viele, viele Steuertipps, sei es in irgendwelchen Social-Media-Gruppen, aber auch im Kommentarbereich von YouTube-Videos sehe ich regelmäßig Steuertipps, die, wie soll ich sagen, nicht unbedingt wirklich gut sind und die auch nicht immer dazu führen, dass man am Ende auch weniger Steuern zahlt. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich aus schlechten Steuertipps einfach mal eine Reihe mache. Und es gibt auch schon ein paar Videos und die kommen bei euch auch ganz gut an. Das heißt, wenn du unbedingt schlechte Steuertipps hören möchtest, dann schau unbedingt einmal in der Videobeschreibung vorbei. In diesem Video schaue ich mir speziell Steuertipps an für Kleinunternehmer. Das heißt, was sind so die Steuertipps, die man regelmäßig hören kann, die aber absolut falsch sind? Der erste Steuertipp ist der Hinweis, dass man die Kleinunternehmerregelung wählen sollte, weil dann zahlt man ja keine Steuern. Das heißt, als Kleinunternehmer ist man steuerfrei. Nein, ist man natürlich nicht. Ganz, ganz wichtiger Hinweis bei der Kleinunternehmerregelung ist, dass sich die Kleinunternehmerregelung immer nur auf die Umsatzsteuer bezieht. Auch du als Kleinunternehmer musst Einkommensteuer bezahlen. Und auch in der Gewerbesteuer bist du steuerpflichtig, zumindest wenn du gewerbetreibend bist. Die Kleinunternehmerregelung befreit dich nur von der Umsatzsteuer. Diese Regelung steht in § 19 Umsatzsteuergesetz und bezieht sich damit auch nur auf diese eine Steuerart. Also wenn du irgendwo im Internet mal liest oder dir der Nachbar beim Heckeschneiden erzählt, dass du als Kleinunternehmer ja gar keine Steuern zahlen musst, dann bitte auf Durchzug schalten und auf gar keinen Fall auf diesen Tipp hören. Der zweite Steuertipp, den man regelmäßig als Kleinunternehmer hört, der auch grundsätzlich falsch ist, ist, naja, natürlich wählst du am Anfang die Kleinunternehmerregelung. Schließlich bist du dann ja steuerbefreit. Und hinter diesem Tipp liegt eine fundamentale Falschannahme, die ich tatsächlich bei 60, 70, 80% der Selbstständigen immer wieder hören kann. Und zwar, dass Steuerpflicht grundsätzlich schlecht ist. Ist sie nicht. Steuerpflicht kann auch sehr, sehr positiv sein. Denn Steuerpflicht bedeutet einmal natürlich, dass man Steuern zahlen muss, aber es bedeutet halt auch, dass man Kosten geltend machen kann. Und das gilt auch für die Kleinunternehmerregelung. Das heißt, wenn du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst, ja, dann musst du keine Umsatzsteuer zahlen, dann kannst du dir aber auch keine Umsatzsteuer erstatten lassen für deine Ausgaben. Und noch dramatischer wird das in so einigen Geschäftsmodellen. Wenn du zum Beispiel im Internet aktiv bist und dein Geld verdienst, zum Beispiel auf YouTube oder auf Twitch oder mit Affiliate-Programmen. Das heißt, das Geld kommt in erster Linie aus dem Ausland, entweder innerhalb der EU oder ganz irgendwo anders her auf der Welt. Dann sind deine Einkünfte in der Regel sowieso ohne Umsatzsteuer. Du hättest aber theoretisch auf der Ausgabenseite die Möglichkeit, die gezahlte Umsatzsteuer anzurechnen und sich erstatten zu lassen. Und wenn du jetzt hingehst und pauschal am Anfang die Kleinunternehmerregelung wählst, dann ja, dann hast du keinen wirklichen Vorteil, aber du hast halt den Nachteil, dass du die Kosten nicht mehr geltend machen kannst. Deswegen muss man sagen, dass diese pauschale Aussage, dass die Kleinunternehmerregelung eine gute Idee ist, so auf gar keinen Fall stimmt. Und jetzt vielleicht an dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis. Das ist nicht wirklich ein Steuertipp, den man hört, aber ich lese aus wahnsinnig vielen Fragen heraus, dass viele Gründer glauben, dass sie am Anfang die Kleinunternehmerregelung wählen müssen. Nein, diese Kleinunternehmerregelung ist freiwillig. Das heißt, selbst wenn du gar keine Umsätze machst oder 5.000 Euro Umsatz oder 10.000 oder 20.000, dann kannst du auch immer bewusst darauf verzichten, diese Kleinunternehmerregelung in Anspruch zu nehmen. Das heißt, diese ganze Regelung ist optional. Und der dritte Steuertipp für Kleinunternehmer ist so ein richtiger Pro-Tipp. Da hat sich jemand wirklich viel Gedanken gemacht. Und ehrlicherweise finde ich das gut, wenn jemand sich viele Gedanken macht und auch versucht, so die Lücken im System zu finden. Allerdings sollte man darauf achten, dass das Ganze denn, ja, ich würde mal sagen, rechtskonform ist. Und der Tipp lautet folgendermaßen. Man kann ja die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, wenn man dauerhaft unter 22.000 Euro Umsatz pro Jahr macht. Das bedeutet, ich könnte jetzt ja mehrere Selbstständigkeiten anmelden. Das bedeutet, ich mache vielleicht
60.000 Euro Umsatz und ich melde jetzt einfach drei unterschiedliche Selbstständigkeiten an und mache in jeder Selbstständigkeit einfach 20.000 Euro Umsatz und wähle einfach dreimal die Kleinunternehmerregelung. Problem gelöst. Klingt eigentlich relativ einleuchtend, ist aber leider überhaupt gar nicht möglich. Deswegen herzlichen Glückwunsch an all diese Leute, die diesen Tipp geben. Ihr gewinnt definitiv einen Kreativpreis, allerdings keinen steuerlichen Preis. Und zwar betrachtet die Umsatzsteuer immer deine gesamte unternehmerische Tätigkeit als 1. Das bedeutet, wenn du 1, 2, 3, 4, 26 Selbstständigkeiten hast, ist das für die Umsatzsteuer immer ein Unternehmen. Das heißt, es bringt dir gar nichts, wenn du deine Selbstständigkeiten und deine unternehmerischen Tätigkeiten irgendwie aufgliederst in mehrere Unternehmen. Das bringt dir tatsächlich faktisch einfach gar nichts und du kannst die Kleinunternehmerregelung nicht wählen, wenn du insgesamt über 22.000 Euro liegst. Hast du auch schon irgendwann mal Steuertipps gehört, bei denen du dachtest, das kann so nicht stimmen? Dann erzähl mir unbedingt von diesem Steuertipp in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was ihr zu berichten habt. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn du Kleinunternehmer bist und deine Buchhaltung machen möchtest, deine Steuererklärung und so weiter, dann habe ich eine ganze Reihe von Empfehlungen für dich. Die findest du einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich verlinke sie dir aber natürlich gerne auch noch einmal hier. Oder du schaust dir einfach die weiteren Videos auf diesem Kanal an. Sehr empfehlenswert. Zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.